Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Siberia 2. Wie ihr seht, sind wir gerade in einer nicht sehr schönen Situation, denn unser netter Freund hier aus Sibirien bedroht uns mit einem ziemlich langen Säbelzahn. Also, es ist kein Säbelzahn, sondern das ist Elfenbein. Von den Mammuts, und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir ihm entkommen. Wir haben hier schon so ein tolles Messer aufgesammelt, aber ich glaube, das war noch nicht alles, was wir machen müssen. Ich denke, wir können hier diese Geschichten betätigen. Toll. Zwecklos, Kate Walker. Diesmal sind Sie zu weit gegangen. Ihre Reise endet hier. Nein! Ich sage nur Ice Age. Our detective is on her trail, Mrs. Walker. You'll see your daughter again in just a few days. You've been telling me that for weeks, Marson. Mrs. Walker. Come on, out with it. You've no idea where she is. Oh, Kate, my little baby, vanished. She, maybe something's happened to her. Mrs. Walker, please. Ist doch die gleiche Stimme auf Deutsch. What gave you the twisted idea to send an innocent girl into the Siberian wasteland? It wasn't me Marson, who... Marson, I hold you personally responsible for the disappearance of my daughter. You hear me? You'll be hearing from me. Mrs. Walker, listen to me. I have heard enough, Marson. Okay. Der Tod kommt auf leisen Schwingen. Warum bin ich nackt? Ja, und wir haben uns mal eben angezogen. Ah, hier ist ja schön. Paar Palmen gibt's auch. Cool, ich glaube, liebe Freunde, wir sind jetzt im Yukaldorf angelangt. Das ist ja schön, darauf haben wir ja ziemlich lange gewartet. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, wie die so sind. Also ich meine, die Tatsache, dass wir hier so nett in ein Bettchen gelegt wurden, wenn auch nackt, bedeutet ja eigentlich, dass sie uns wohlgesonnen sind. Wir gucken mal. Okay, entweder wir sind am Meer oder wir sind auf einem Schiff. Das ist interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gehen mal raus. Was haben wir hier sonst noch? Also diese Palmen sind ja ein bisschen merkwürdig. Oha. Guten Tag, kleiner Mann. Guten Tag. Kunuk mag, tuk tut. Ich heiße Kate Walker. Die Eisdecke ist eingestürzt. Wo sind wir? In Siberia? Hier, Yukon-Stadt. Kate Walker ist sehr stark gefallen. Auf Kopf. Oh je. Cool, dann sind wir also bei den Yukon und das ist einer von ihnen. Haben Sie meinen Freund gesehen? Ein kleiner Herr, sehr alt. Ich kümmere mich um Kate Walker, nicht über einen Freund von ihr. Ich suche Hans Vorarlberg. Wo kann er nur sein? Hans hier. Hans ist hier? Wo? Nicht zeigen, Hans. Ja, vielleicht Ende von Reise. Was? Was meinen Sie damit? Hans, viel krank. Wo ist er? Bei Schamanin. Für Reise in Ewigkeit. Nein! Nein. Ich muss ihn unbedingt sehen. Hoi, hoi! Ich nicht stören, Schamanin. Sie komisch. Mir macht sie keine Angst. Wo ist diese Schamanin? Hörst du Trommeln, Kate Walker? Warum wollen nur alle irgendwie den Hans immer in die Ewigkeit schicken? Das war ja bei den Menschen schon genauso. Großer Häuptling, habt ihr außer mir noch jemanden gerettet? Nein, Kate Walker allein. Ja, aber Oscar. Was ist denn bloß aus diesem Schurken Ivan Burgov geworden? Gefressen von Geistern, Kate Walker. Hoi, hoi, hoi. Okay. Mein Zug steckt fest. Können Sie mir helfen? Jukul schon oben. Ach so. Vielen Dank, großer Häuptling. Sie fragt gar nicht nach Oskar. Das finde ich irgendwie gemein. Wir sind also in der Yukol-Stadt. Du gestürzt. Jukol pflegen deinen Kopf. Ich, großer Häuptling. Ach, cool. Danke. Vielen Dank. Leben Sie wohl, großer Häuptling. Ich kehre zu meinen Freunden zurück. Sie unser Gast, Kate Walker. So von wegen, wenn du mal einmal Gast bist, kannst du auch nie wieder gehen.
Ist ja manchmal so. Ich weiß nicht, wer von euch The Beach gelesen hat. Oder geguckt. Also ich glaube, der Film ist den meisten Leuten bekannter als das Buch. Mit Leonardo DiCaprio. Da geht es ja auch darum, dass man so in ein Paradies gelangt. Das eigentlich vor der Öffentlichkeit verborgen ist. Und wer da aber hinkommt, muss eigentlich dort bleiben. Denn das Geheimnis muss ja gehütet werden. Ich dachte mir gerade, ob das hier so vielleicht auch ist. Denn die haben ja das Problem, wenn da irgendjemand jetzt kommt und dann... sieht echt interessant aus hier. Und dann die allen weitererzählt, dass sie ja das Dorf gefunden hat, dann haben die ja nie wieder ihre Ruhe. Okay, hinten geht's auch rum. Wir gehen erstmal hier hin. Mit denen kann man nicht reden. Okay, hier und hier. Ich gehe mal da. Das ist halt allgemein das Problem. Auch nicht zuletzt mit dem Tourismus, ne? Dass man eigentlich immer an Orte geht, die eigentlich nur deshalb toll sind, weil da niemand ist. Und dann sind plötzlich alle da. Und dann ist es nicht mehr so toll. Leere Feldflasche. Was ist denn hier? Ja, das ist eine Angel. Oder? Hier hing doch jetzt gerade was und jetzt hängt da nichts mehr. Ja, genau, hier sieht man es. Hier ist eine, sozusagen eine Angel. Okay, das lassen wir erstmal. Jetzt, oh Gott, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich bin gerade überfordert. Hier ist die Trommel. Alles aus Eis gebaut. Ich glaube, der Hans war schon früher hier und hat ihnen geholfen, diese Trommeln zu bauen. Die sehen doch sehr aus wie... Diese Schneeäule ist wirklich überall. Und die Automaten. Ja, die Schneeäule ist doch das Zeichen der Schamanen, oder? Also die ist ja eigentlich... vielleicht hat die einfach alles so beobachtet, was schon passiert ist. Okay, hier haben wir noch nichts für. So. Hier oder hier? Eigentlich müssen wir ja zuerst zur Schamanin, deswegen würde ich jetzt mal rechts rumgehen. Ja, das ist ganz schön laut. Ich frage mich vor allem, wie das Wasser hier weiterfließt, während hier alles tief gefroren ist. Ich geb's auf. Vielleicht müssen wir dafür sorgen, dass das Wasser hier... dass das aufhört hier mit den Trommeln. Die Yukol sind auf jeden Fall alles kleine Leute, aber das ist ja eigentlich ganz gut, wenn man im tiefsten Eis auch... Ach, hier kommen wir jetzt wieder rum. Das ist ja interessant. Wenn man im tiefsten Eis auch ein bisschen kompakter ist, weil ja hier Oberfläche schlecht ist. Wenn dann schneller auskühlt. So, ich glaube, wir müssen hier nochmal. Und jetzt gehe ich mal hinten rum, mal schauen, ob wir da etwas Hilfreiches finden. Oha. Hier wurde echt so ziemlich alles aus Mammut gebaut, würde ich sagen. Hier rüber geht's nicht. Eine Fackel. Was ist hier noch? Das scheint mir ein Staudamm zu sein. Sie hustet mal wieder. Hat sie schon länger nicht mehr gemacht eigentlich. So, da ist mir Siberia 2 doch direkt mal abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier und hier geht es jetzt gerade nicht weiter bei diesem Staudamm. Deswegen... würde ich mal sagen, wir gehen hier zurück. Und es gab ja, glaube ich, noch eine andere Möglichkeit, weiterzugehen. Wenn ich mich recht entsinne. Was zugegebenermaßen nicht immer der Fall ist, aber okay.
So, denn hier hinten waren wir jetzt und hier kamen wir her. Aber da gibt es auch noch mehr. Wir können ja hier oder hier und ich glaube, wir sind beim letzten Mal nämlich nur hier unten rumgegangen. Ich hoffe es, denn sonst weiß ich gerade nicht weiter. Ach ja, und weil es ja abgeschmiert ist, habe ich natürlich jetzt vergessen, die ganzen Sachen einzusammeln. Das sollten wir vielleicht nochmal kurz machen, bevor wir jetzt da hinten weitergehen. Hier gab es auf jeden Fall irgendwas. Und vorne beim Häuptling. Verzeihung. Gab es doch auch was zum Einsammeln. So. Ach, das habe ich beim letzten Mal gar nicht entdeckt. Ein Lederriemen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob da nochmal was war. Wir gucken einfach nochmal. Ja, okay. Das ist immer noch nicht das Richtige, was wir hier dranhängen können. Und bei den Trommeln geht es ja nicht weiter. Also, gehen wir mal hier zurück zum Häuptling. Beziehungsweise, was heißt zurück zum Häuptling? Wir gehen eigentlich bloß zurück an diesen Punkt hier. Da es hier diese Geweihe gab. So. Greentiergeweih. Ich weiß nicht, was schneller ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich gehe jetzt mal links. Es gibt ja auch in, ich weiß nicht, in welchem Land das jetzt war. Also in irgendeinem skandinavischen Land, soweit ich weiß, gibt es ja dieses Eishotel im Winter. Wo man ja in so einem aus Eis gebauten Hotelzimmer übernachtet. Das finde ich auch an sich eine ganz spannende Sache. Ich denke nur, dass man sich echt, also, ziemlich abfriert. Man bekommt ja wahrscheinlich irgendwelche Thermoschlafsäcke und so ein Kram, aber es ist doch bestimmt nicht nur angenehm. Wo geht's hier eigentlich rum? Aber die machen das immer sehr schön mit kunstvoll gestalteten Säulen und so. Und es gibt eine Bar und was weiß ich. Ist doch okay. Guck mal. Hallo? Warum genau kann ich jetzt das hier angucken? Ich bin überfragt irgendwie, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob das unser Yuki ist. Und überall hört man die Trommel der Schamanen. Ach was, jetzt sind wir hier. Okay, da habe ich vorhin gar nicht gesehen, dass es hier weitergeht. Naja. Das war wohl mein Fehler. Jetzt gehen wir mal da hinten über die Brücke. Vielleicht können wir nachher dem Yuki einen. Oh. Sie hat einfach ohne unser Zutun eine Schleuder gebaut. Ich wollte eigentlich sagen, vielleicht können wir nachher dem Yuki ein Rentiergeweih anbinden. Ich glaube, das Ding ist für was anderes gedacht. Ich glaube, hier kamen wir nicht her. Aber okay. Riesiges neues Areal. Verwirrend. Hier so. Hier sind auf jeden Fall auch sowas wie Schienen, aber natürlich nicht für solche Kaliber wie unser Zug jetzt. Geht es hier raus aus dem Dorf? Möglich wäre es. Ist auf
jeden Fall ein Seil. Hier kann man wahrscheinlich die Waggons hochziehen. Die sind ja, denke ich mal, nicht elektrisch betrieben. Hallo, ihr zwei. Was macht ihr? Guten Tag. Konukmak. Tuktut. Tuktut. Ich heiße Kate Walker. Und Sie? Nanuk Metal. Tuktut na. Nanuk. Tuk. Tut. Nanuk Metal. Tuktut na. Ich hoffe, Sie fürchten sich nicht vor mir. Weg, Nanuk Metal. Weg, weg. Tuktut na. Na. Tuktut. Tut. Bestens. Werde ich mir merken. Was auch immer es genau heißt. Das ist nur ein Zug. Aus Metall. Wie Oscar. Weg, Metall! Ja, genau. Tuk tut. Nicht gefährlich. Danke. Sehr liebenswürdig. Kulit. Tuk tut. Okay. ich will ganz kurz mal speichern, einfach nur, damit hier nichts passiert. Falls das hier wieder abstürzt. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, woran das jetzt lag. Hier sind wir also. Ich möchte bitte meine Decke wieder haben. Mist. Jetzt schaue ich mal, ob es dem Oscar gut geht. Ah, hier ist doch ein Seil. Das ist viel zu schwer. Ich werde Hilfe brauchen, um ihn bis zum Zug zu ziehen. Ja, wer ist denn ihn? Wir fragen mal, Oscar. Der hat zwar wahrscheinlich wieder 101 Gründe, warum er uns nicht helfen kann, aber Fragen kostet nichts, wie man so schön sagt. Schauen wir mal. Hallo. Guten Tag, Oscar. Kate Walker, wo waren Sie denn? Ich muss gestehen, ich war etwas in Sorge. Oh. Ich bin hier, Oscar. Das ist die Hauptsache. Allmählich mache ich mir Sorgen, Oscar. Sie haben Herrn Vorarlberg nicht gefunden, stimmt's? Ich befürchte das Schlimmste. In seinem Zustand kann er doch nicht weit sein. Sicher. Aber wo? Ist ein bisschen komisch, die weiß ja eigentlich schon, wo er ist. Das ist wahrscheinlich ein Dialog, der dafür gedacht war, dass man das früher macht. Haben Sie das gesehen, Oscar? Der Hügel ist hohl und die Schienen laufen ins Innere. In der Tat. Äußerst seltsam. Der Hügel bebt. Ein Tor geht auf und aus der Höhle da kommen Eingeborene. Sie sind sogar mit einem Seil bis an den Zug herangekommen. Als ich etwas zu ihnen sagte, liefen sie davon. Warum wohl? Wir müssen uns jetzt wieder in Bewegung setzen und auf den Schienen weiterfahren. Das geht nicht, Kate Walker. Der Federmechanismus der Lok muss aufgezogen werden. Ich fürchte, wir können nicht weiterfahren, da es hier nirgendwo eine Aufziehstation gibt. Das ist schon komisch, dass Herr Vorarlberg daran nicht gedacht hat. Hat er vielleicht doch, Oscar? Oder er hatte das als Endstation vorgesehen, was ja gut sein kann, ne? Haben Sie herausgefunden, wie man in die Höhle kommt, Kate Walker? Ich war da schon drin, Mann. Noch nicht, Oscar. Er könnte mir einfach mal folgen. Ich habe das Gefühl, die Yukol haben Angst vor Ihnen, Oscar. Ach, und warum? Ich habe keine Angst vor Ihnen. Die haben sicher noch nie einen so vollendeten Automaten gesehen. Vermutlich. So Typen wie mich trifft man nicht alle Tage. Ich gehe los, Oscar. Ich warte auf Sie, Kate Walker. Kate Walker. Also schön. Vorne stehen noch die zwei Typen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie es weitergeht. Aber das macht ja nichts. Das können wir in der nächsten Folge auf jeden Fall noch rausfinden. Für heute würde ich mich jetzt von euch schon wieder verabschieden. Morgen um 12 geht es dann weiter mit Siberia 2 und wir werden wahrscheinlich dann
Das Geheimnis der Yukol mehr ergründen. Hier ist immer noch dieses Seil. Ich guck mal, wo das hinführt beim nächsten Mal auf jeden Fall. Wie gesagt, für heute war es das. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und sage wie immer Tschüss und auf Wiedersehen.